Seit ein paar Tagen ist Emanuel Lubanzadio zurück aus den USA. 3 Jahre ist es her, dass er das letzte Mal hier war in seinem Viertel, dem Brüser Berg. Für mich ist es mein Zuhause. Ich meine, ich bin hier groß geworden. Meine engsten Freunde kommen aus dem Brüser Berg und hier habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht. Von daher liebe ich den Brüser Berg. Aus der Ferne hat der gebürtige Kongolese mit deutschem Pass von den angeblichen Problemen hier mitbekommen. Dass der Brüser Berg ein schlechtes Image hat, will er nicht akzeptieren. Wenn wir hier rumlaufen, fühlt sich das nicht so an wie ein sozialer Brennpunkt. Man weiß gewisse Sachen, aber diese selben Sachen passieren irgendwo anders oder vielleicht auch schlimmer. Und von daher ist das für mich kein sozialer Brennpunkt, für mich ist es mein Zuhause. Für Emanuel hat alles an der August-Macke-Hauptschule begonnen. Hier warf der 2-Meter-Mann seine ersten Körbe. Sehr nass, ne? Und kam so in die Juniormannschaft der Telekom Baskets. Nach der Hauptschule machte er sein Abi und bekam ein Stipendium in den USA. Basketball spielen und kostenlos studieren. Ich denke, nicht nur hier hat es sportlich angefangen, sondern auch akademisch. Ich meine, die August Macke und die Lehrer, meine frühere Klassenlehrerin, hat mir da immer Selbstvertrauen zugesprochen. Auch bezüglich meiner Zukunft. Sie meinte halt zu mir, sie hat mir das Gefühl vermittelt, dass ich alles auf dieser Welt werden kann. Wenn ich halt selber nur dran glaube, auch hart dran arbeite. Emanuel hat hart gearbeitet und kann seine alte Hauptschule heute als frisch studierter Politikwissenschaftler besuchen. Ich weiß, ob Sie mich noch kennen. Na, wie geht's dir? Gut, Hannes und Ihnen. Ja, super, wie immer. Schön, dass Sie noch hier sind. Ja, es tut gut, wieder zurück nach Hause zu kommen. Ja. Neben den vielen alten Bekannten, die er heute trifft, geht es ihm aber vor allem um eins. Er will die Schüler treffen, die jetzt in der Abschlussklasse sind. Emanuel weiß, dass sein Werdegang nicht selbstverständlich ist. Gerade deshalb will er ihnen Vorbild sein. Wie geht es weiter? Ausbildung oder die Schulbank drücken? Alle von ihnen müssen sich bald entscheiden. Habt Mut und glaubt an euch selbst. Ganz egal, was ihr machen wollt, ob es Ausbildung ist oder Abitur ist oder später auch Studium ist, alles ist möglich. Ich meine, ich hab's hinbekommen. Ich war genauso, wie habe ich hier angefangen, in der 5. Klasse. Wie bist du da drauf gekommen, Basketballer zu werden? Wolltest du das schon immer werden, seit 5. Klasse, oder? Ich habe früher Fußball gespielt, wie jeder andere, beim ersten SM Brüser Berg. Und ja, da fängt jede Karriere an. Huh? Ich habe da Fußball gespielt, wurde aber irgendwann mal zu groß. Und die Hosen waren dann zu klein, die ganzen kleinen Shorts waren dann zu klein. Zum Schluss ein Erinnerungsfoto. Auch wenn Emanuel sie alle überragt, kommt sein Appell an. Also der hat viel erzählt über Amerika und so. Und so, der hat uns auch motiviert, ne? Also so mit so einem Menschen zu reden, der hier war, das ist total toll. Der auch vieles erreicht hat und ich möchte eigentlich denselben Weg einschlagen. Er hat uns gezeigt, dass auch ein Hauptschüler was erreichen kann. Also fand ich sehr informativ. Emanuel selbst hat übrigens auch noch einiges vor. Sein Traum, eines Tages für die UNO zu arbeiten. Wenn er so weitermacht, schafft er das auch.